Also, kennt ihr schon den kleinsten Zauberkoffer der Welt? Nö. Den habe ich hier. Das ist der kleinste Pokerkoffer der Welt. Da passen natürlich Pokerchips rein. Ja. Yep. Aber wenn ich jetzt einmal schnipse, passen da unmöglich diese Würfel rein, denn die sind natürlich viel zu groß. Ohne Frage. Die sind zu groß und kann eigentlich gar nicht sein. Ja. Stell dich ruhig hier hin. Das ist der Wahnsinn. Applause. Super. Ihn müsst ihr euch mal im Netz angucken. Der so, macht kennt ihr schon den kleinsten Pokerkoffer der Welt? Den habe ich hier. Und zwar passen da dann Pokerchips rein. Kein Problem. Aber wenn Sie einmal bitte mal schnipsen würden, danke, dann frage ich mich, wie hier die Pokerwürfel reinpassen, die Casino-Würfel. Denn das ist eigentlich viel zu groß, viel zu eng, eigentlich unmöglich. Drei Karten. Für dich ist wichtig, das ist ein Ass. Dieses Ass, das ist erstmal kernwichtig. Ja? Okay. Alles klar? Soweit alles verstanden. Ja? Ich drehe das jetzt um. Jetzt kommt das Wichtige, du musst mir genau auf die Finger gucken. Ich bin ein anständiger Gauner. Ja? So, das ist ja noch einfach. Jetzt kommt der komplizierte Teil. 1, 2, 3. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage. Wo ist das Ass? In der Mitte. Da. Bist du da ganz sicher? Ja. Wirklich? Was ist das hier? Du sagst, da ist das Ass. Ist es das? Du hast es in der Mitte gesagt. Du hast es in der Mitte. Du hättest drei Stück davon. Zwei, ne? Hattest du mal recht. Eins. Drei ja, Asse. Hättest du jetzt 50 Euro drauf gewettet, hättest du verloren. Aber ich bin ja ein fairer Mensch, du darfst es selbstverständlich zurückgewinnen. Also nochmal 50 Euro von mir und 50 Euro dagegen von dir. Okay, wir drehen das jetzt um. 1, 2, 3. Guck mir bitte genau auf die Finger, ja? Ich drehe jetzt nochmal um. Ja? Das kommt die kleine Hypnose, ja? Zack, zack, zack. Soweit alles klar? Ja. Gut. Alle noch da? Ja? Wo ist das Ass? In der Mitte, oder? In der Mitte. Sagt ihr, dass es in der Mitte ist? Die sagen alle in der Mitte. Die sagen alle in der Mitte, ja? Die sagen alle in der Mitte. Das ist ein Trick. Alle sind in der Mitte. Es ist ein Trick. Es ist ein Trick. Selbstverständlich ist es ein Trick. Weil natürlich ist es immer noch in der Mitte. Ja? Da. Freiwillige verliebt. Warte, wir suchen mal eben eine Freiwillige. Ja, ich habe gerade eine Freiwillige gefunden. Wunderbar, du bist eine Freiwillige. Wie heißt die Freiwillige? Jana. Jana, das ist deine Freiwillige Jana. Hallo Jana. Okay, wir machen jetzt mal hier Folgendes. Und zwar, denk mal bitte an irgendeinen Buchstaben. Alphabet von A bis Z. Nicht aussprechen. Irgendein Buchstaben. Irgendein Buchstaben. Und schreib das dann mal auf. Am besten gibst du mal der Mutter, solange das heißt. Also das könnt ihr auch mir geben, also das wäre wahrscheinlich bei Ihnen. Du schreibst jetzt irgendeinen Buchstaben auf und ich drehe mich in der Zeit weg. Schreib den Buchstaben, den du gesagt hast, auf, den du gedacht hast. Schreib auf. Zettel abmachen. Wir sehen aber eben die Straße hoch, meine Jacke liegt da drin. Fertig? Okay, alles klar. So, ich zeige dir jetzt nacheinander 7 Karten. Du darfst nichts sagen, so spontan. Und du musst dann bitte immer Ja sagen bei der Karte, wo du den Buchstaben drauf erkennst. Also ich habe hier so verschiedene Karten. Gucken. Ja. Was wird da gemacht? Hier. Dann halt die mal Jana eben fest. Ist die Helfer. Hier. Die muss, habt ihr eure Wurst gefunden? Hier. Halt die mal eben fest. Jetzt sich einen Buchstaben ausdenken. Hier. Okay. Schau, die klappt jetzt nicht sauber. Hier. Mit Buchstaben. Auf den nicht? Okay.
So, jetzt stell dir deinen Buchstaben mal bitte groß wie auf einer Leinwand vor. Stell dir mal richtig vor, wie du den quasi so auf einer Leinwand sehen würdest, wie im Kino, sag ich mal, wenn der jetzt an die Leinwand projiziert wird. Hast du? Okay. Gut, ich versuche jetzt deine Gedanken zu empfangen. Wie hat er das Eis geschmeckt? Und ich werde jetzt mal meine Vorhersage machen, die stücke ich mal kurz weg. Eine vorher. Ist jetzt etwa. Okay, dann zeig und sag uns mal bitte, an welchen Buchstaben du gedacht hast. Das halte ich mal eben in die Kamera. Das ist die Vorhersage von Jana, das S wie Siegfried. Und meine Vorhersage ist S wie Siegfried. Jawohl!